Willkommen zu einem neuen Video. Ich wurde gebeten, einfach mal meine Euroscheine zu zeigen, was ich da genau sammle, auch mal auf die seltenen Seriennummer noch mal mit einzugehen. Und genau das tue ich jetzt. Ich blätter einfach mal durch. Geht hier los mit den alten 5-Euro-Scheinen. Habe ich damals ein bisschen, wie soll ich sagen, gehortet, wo es dann hieß, dass es die nicht mehr so geben soll. Hab die mal versucht, hier ein bisschen nach Erhaltung zu sortieren. Ist hauptsächlich Deutschland und Holland, also X und P. Auch andere Buchstaben wie hier N Österreich sind noch mit vertreten. Ist soweit auch nichts Besonderes dabei. Hier noch mal ein bisschen Frankreich, bisschen Deutschland, aber jetzt auch von den Seriennummern her eigentlich nichts. Hier auch nochmal einer aus Slowenien mit dabei, einer aus Finnland mit dabei. Teilweise auch von der Erhaltung her, gerade wie hier unten der linke jetzt so nicht mehr sammeln würde. Ich hebe sie einfach trotzdem mal auf, da ich bei einigen jetzt so nicht mehr wirklich die Chance hatte, noch gute Exemplare oder sehr gute Exemplare mitzubekommen. Und ja, deswegen habe ich die einfach mal aufgehoben, habe davon auch schon viele aussortiert. Ich hatte vorher mal noch ungefähr 10, 15 Stück mehr. Genau, dann hier beim 10-Euro-Schein eben auch wieder im Allgemeinen nach der Erhaltung und ein bisschen auch nach den Unterschriften eben, die jetzt hier oben, dieses blaue. Das Ganze mit sortiert von Seriennummern her. Eigentlich auch viele normal oder die meisten normal mit dabei. Da das auch noch so die Zeit war, wo ich da nicht wirklich drauf geachtet habe. Auch wieder so die bekannten Buchstaben, die bekannten Länder. Das ist jetzt auch alles nicht spektakulär. Ich meine, gut, hier jetzt zum Beispiel bei dem 4321 vorne dran. Aber sieht man jetzt eigentlich noch relativ, oder sieht man immer mal. Genau, hier oben nochmal zwei Griechen mit Y dabei. Und bei einem 20-Euro-Schein, da wird es dann jetzt schon ein bisschen spezieller. Hier noch ein paar übereinander, weil mir da noch eine Folie fehlt. Das muss ich mal noch machen. Habe ich auch wieder ein bisschen nach Buchstaben, auch so ein paar seltenere dabei. Ich glaube, Malta, Zypern, so die Ecke, ist mit angesiedelt. Genau, dann auch hier wieder so ein bisschen mehr Standardscheine. Und dann kommen jetzt ja auch schon in eine relativ schlechte Erhaltung mit rein, aber eben auch Buchstaben wie E und H, also Slowenien, HE, weiß ich gerade gar nicht genau. Ich glaube, das war Slowakei. Dann hier unten eben auch noch ein paar normale wie Italien und so. Oben welche noch mit der ersten Unterschrift, die man jetzt auch nicht mehr so oft findet. Eben auch deutsche Scheine hier, also hier, hier eben nicht, und auch Griechenland, und dann auch hier noch mal in der ganz schlechten Erhaltung quasi noch mal ein Deutscher mit, noch einmal hier Finnland und noch ein Spanier. Bei den 50-Euro-Scheinen einmal mit alter Unterschrift, oder besser gesagt zweimal mit alter Unterschrift. Oben ist der, den hebe ich mir aus sentimentalen Gründen auf, sage ich mal, und dann unten der, der jetzt wirklich auch zur Sammlung gehört. Dann hier nochmal zwei frische Exemplare, jeweils mit nochmal einer anderen Unterschrift. Beides auch deutsche Scheine. Oder besser gesagt, der andere vorne war auch noch ein deutscher Schein. Und dann hier oben nochmal Draghi mit dem Buchstaben E. Wie gesagt, bin ich mir gerade nicht ganz sicher, was es war. Und dann hier nochmal ein 100-Euro-Schein. Auch mit der ganz alten Unterschrift. Noch nicht so schlecht erhalten, sage ich mal. Dann ein 200-Euro-Schein, den habe ich jetzt erst ausgetauscht.
Meiner, den ich vorher hatte, war nicht ganz so schön gewesen. Und noch ein 500-Euro-Schein. Beide aus Deutschland. Genau, dann hier haben wir einen 5-Euro-Schein. Der hat hinten, da ist die letzte Zahl Stück nach unten gesetzt. Ist ein ganz leichter Druckfehler, soweit ich das rausbekomme, aber ich hebe ihn einfach mal auf. Und hier unten, den habe ich einfach mal aufgehoben. Ist halt wirklich hier, wie man sieht, der Magnetstreifen schlecht erhalten und Beispiel einfach mal für eine Abnutzung. Ist ein originaler Schein. Die Sicherheitsmerkmale sind soweit vorhanden. Einfach mal, wenn ich da mal ein Video darüber mache oder mal irgendwie zum Zeigen, dass man auch mal so ein Exemplar mit hat. Wie gesagt, Sicherheitsmerkmale alle vorhanden, also echt ist auf jeden Fall. Aber eben schon durch viele, viele Hände gegangen. Das hier sind jetzt ganz viele, die einfach fortlaufend sind. Also die haben die Seriennummer ganz hinten hier, die 7. Also 68, 77, 86 und 95. Die sind quasi immer im 9er Abstand fortlaufend, ohne eine 0 am Ende. Und da habe ich jetzt hier erstmal ganz, ganz, ganz viele Seiten davon. Genau. Das sind erstmal all die hier. Also ist hier ein, gucken hier so ein ganzes Päckchen von verschiedenen Serien. Und dann habe ich hier eben noch nach Buchstaben gesammelt. So ein bisschen und auch nach selteneren. Und genau, einfach hier mal so ein bisschen nach Buchstaben. Ist jetzt auch nicht unbedingt was Besonderes. Gut, der hat hier 091709, aber jetzt auch nicht so die Welt. Dann eben UB, also U General Frankreich. B bezeichnet das Ganze nochmal ein bisschen genauer. Genau hier oben. Dann haben wir hier einmal eine etwas bessere Seriennummer, sage ich mal, mit der 1319213. Gut, das hier ist ganz normal, der davor schon da war. Einmal UC. UD auch ein bisschen schöner mit 80808. Das ist nicht ganz schlecht, sage ich mal. Hier oben auch nochmal 9090990. Genau hier noch der normale UE. Dann UF mit der 31313113. Dann hier der ganz normale. Einer aus Österreich als ganz normaler Italiener. Noch ein anderer Italiener, normal, noch ein Italiener, noch ein Italiener. Und dann hier oben noch zwei Italiener mit SE und SF. Und ein Spanier und ein Belgier. Dann die neuen 10-Euro-Scheine. Das sind wieder die druckfrischen, fortlaufenden Exemplare mit dem 9er Abstand, von dem ich vorhin ja bereits schon mal sprach. Haben wir hier einmal 5 Exemplare, haben wir hier einmal 6 Exemplare. Ist auch alles noch nichts unbedingt Besonderes. Und wenn wir dann hier mal weiterschauen, haben wir wieder EA und EB. Dann haben wir hier Österreich und Niederlande. Genau, hier oben zwei Italiener. Dann T, bin ich mir gerade gar nicht ganz sicher. Hier nochmal einen Deutschen. Also der hat hier quasi 480, 8. 084. Den habe ich genau deshalb aufgehoben, ist auch nicht ganz verkehrt. Und der daneben hat, ich zitter gerade voll, Entschuldigung, der daneben hat jetzt einfach auch 5 mal die 4 drin, auch schönes Stück. Und hier der neue 20-Euro-Schein, die ersten 4, einfach wieder, weil sie fortlaufend sind, der gehört mit dazu. Und hier unten der ist dann der erste aus einem anderen Land mit RB. Bin ich mir gerade auch nicht ganz sicher, was es ist. Und drüben wartet auch noch mal ein XA, also noch ein Deutscher, mit auf das Album hier. Also die Seriennummern, die etwas ungewöhnlich sind, hauptsächlich bei den 5-Euro-Scheinen, auch ein paar bei den 10-Euro-Scheinen. Und es sind im Endeffekt eben Nummern, die gleiche Folge haben, also wie 131313 oder auch fünfmal die gleiche Ziffer nacheinander. Das sind so Sachen, die man aufheben kann. Momentan gibt es dafür
kaum einen Markt. Auf eBay sieht man immer wieder Angebote, teilweise jenseits von Gut und Böse. Aber ich würde einfach mal sagen, aufheben, Wert abwarten. Wenn man das Geld hat und das Geld nicht unbedingt braucht, es kann ja nicht schaden. Genau, ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen weiterhelfen, einfach mal auch zeigen. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, beim nächsten Video. Und noch eine kleine Anmerkung zum Schluss, das fand ich witzig. Ich hatte ja das Video mit der Gold-Silber-Billon-Münzen gemacht und da hatte ich einen Kommentar, ob ich denn keine Angst hätte, dass es bei mir zu Hause eingebrochen wird. Ich meine, gut, die Angst ist natürlich immer da, dass eingebrochen wird. Ich habe ja auch einen PC stehen und einen Fernseher und so weiter. Aber was jetzt die Scheine und die Münzen angeht, es sagt ja wirklich keiner, dass das immer hier ist. Ganz im Gegenteil, das ist eben nicht immer hier und somit entfällt auch so ein bisschen das Risiko, dass man jetzt hier direkt alles geklaut wird, denn das ist zum Glück nicht der Fall. Genau, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.